Düsseldorf verfügt über 1250 Taxikonzessionen. Hinzu kommen die alternativen Mobilitätsdienstleister wie Uber, die auch Personenbeförderung anbieten. Ähnlich macht das auch das deutsche Unternehmen FreeNow, hinter dem Daimler und BMW stehen. Wie bei Uber werden mittels App Personenfahrten vermittelt. Oder Clever Shuttle, eine Art Bestell-Sammeltaxi. Hier bucht der Kunde via App einen Sitzplatz und wird dann in Kleinbussen zusammen mit anderen befördert. Guten Tag. So, Sie wissen, wo wir hinfahren? Insgesamt gibt es allein in Düsseldorf mittlerweile 2000 Autos, die Personen von A nach B bringen. Die neuen Mobilitätsanbieter um Uber sind bisher gesetzlich nie berücksichtigt worden. Sie sind mit Ausnahmegenehmigungen gefahren und mit Regeln, die sich erheblich von denen der Taxis unterschieden. Dieser Wildwuchs hat für heftige Konflikte im Kampf um Deutschlands Straßen gesorgt, die bisher die Gerichte geklärt haben. Mit dem neuen Gesetz versucht das Bundesverkehrsministerium, dem jetzt entgegenzuwirken. Taxibetriebe kritisieren, dass die bereits bestehenden Ungleichheiten damit nur noch stärker werden, zum Beispiel die Tarife pro Fahrt. Für Taxis festgelegt von den Kommunen. Uber und Co. können dagegen den Preis nach Angebot und Nachfrage frei gestalten. Wie weit liegen die Angebote auseinander? Ich mache den Test. Dieselbe Strecke vom Medienhafen in die Innenstadt. Mit dem Taxi hin und mit dem Uber zurück. Zuerst rufe ich mir ganz klassisch ein Taxi. Das geht mittlerweile ebenfalls bequem per App. Ich sehe ganz genau, wie viele Taxis drumherum stehen, wie lange die zu mir brauchen. Und ich bekomme auch angezeigt eine ungefähre Zeit, wie die Strecke dauert. Wir wollen zur Immermannstraße fahren, in die Düsseldorfer Innenstadt, nahe Hauptbahnhof. Das dauert von hier etwas mehr als 10 Minuten und kostet irgendetwas zwischen 14 und 18 Euro. Dann bestelle ich jetzt mal das Taxi. Keine 2 Minuten später ist es da. Der Fahrer erzählt mir, dass er 3 Stunden auf diesen Auftrag warten musste. Bei so vielen Taxis haben sie zwar eh lange Standzeiten, durch Uber aber seien die Wartezeiten noch länger. In der Düsseldorfer Innenstadt komme ich zwar schneller an, muss aber auch mehr bezahlen als angekündigt. So, das hat doch gut geklappt. Keine 10 Minuten hat die Fahrt gedauert. 20 Euro habe ich dafür bezahlt. Jetzt bin ich gespannt, wie es mit dem Uber passt. Uber ist ein Technologieunternehmen aus den USA und erobert zurzeit die Welt. Laut Unternehmen nutzen um die 100 Millionen Kunden in mehr als 700 Städten die Uber-App. Das sind 14 Millionen Fahrten pro Tag. Allein in London gibt es mittlerweile mehr als 40.000 Uber-Fahrerinnen und Fahrer und nur noch rund 15.000 Taxifahrer. Uber bekommt in der Regel 25% Provision vom Fahrpreis. Das Unternehmen sieht sich nur als Vermittler zwischen Fahrer und Fahrgast, nicht als Beförderungsunternehmen, obwohl Uber mit seiner App über Preis und Strecke bestimmt. Bei Uber ist direkt die Fahrtstrecke vorgegeben. Die muss der Fahrer auch einhalten. Dann bestelle ich den jetzt mal. Abholung bestätigen. Es kostet nur 9,54 €. Also weniger als die Hälfte mit dem Taxi. Direkt gegenüber wartet das Uber auf mich. Der Preis ist vorab festgelegt, die Strecke ebenfalls. Die Fahrer verfügen über einen Personenbeförderungsschein und arbeiten für lokale Subunternehmer. Uber selbst besitzt keine eigenen Fahrzeuge. Das Fazit nach unserem Test. Die Uber-Fahrt hat nur die Hälfte von der Taxifahrt gekostet. 9,57 Euro statt 20 Euro mit Trinkgeld beim Taxifahrer. Beide sind souverän gefahren, da kann man nicht meckern. Aber der Preis ist natürlich hier schon ein gewaltiger Wettbewerbsvorteil für Uber. Wie geht das mit den günstigen Preisen? Kommt da noch was bei den Fahrerinnen und Fahrern an? Wir wollen darüber mit Ihnen sprechen und fragen am Betriebssitz des Subunternehmers von Uber in Düsseldorf nach. Tag zusammen, ich bin der Thorsten. Hallo. Ich komme vom ZDF, von der Sendung Zoom. Und wir wollten mal mit Uber-Fahrern ins Gespräch kommen. Er ist ein Uber-Fahrer, ich weise ihn aber gerade ein, deswegen stört das gerade leider. Ist denn noch jemand da, mit dem man sprechen könnte? Wenn Sie jetzt hier jemanden sehen mit dem Auto hier, dann können Sie gerne mit ihm sprechen. Kein Problem. Ja, das sind so 2 Kollegen, glaube ich. Freundlich werden wir an andere Fahrer verwiesen. Der 24-jährige Yusuf ist bereit, mit uns zu reden. Ihn fragen wir auch, wie das mit der Bezahlung läuft. Ich mache eigentlich nicht so lange bei Uber. Also ich bin knapp seit 1,5 Monaten. Aber das funktioniert also nicht so schlecht und geht. Also. Aber Sie haben einen anderen Job? Ja, ich habe Minijob auch noch bei. Ich mache das.
Aber Kollegen von mir sind, die manche sind seit eineinhalb Jahren, zwei Jahre hier. Die sagen ja, früher hat gut funktioniert, aber es ist ein bisschen schlechter geworden. Was wäre denn ohne den Minijob? Ohne das Pizza-Ausfahren? Wäre dann wär genug Geld in der Kasse? Vielleicht wäre ein bisschen schlecht für mich. Also ehrlich gesagt. Und dann ist auch noch Corona. Aber auch ohne Pandemie käme Yusuf mit Umsatzbeteiligung kaum auf den gesetzlichen Mindestlohn. Mit zwei Jobs hält er sich irgendwie über Wasser. Wie viel er als Fahrer des Uber-Dienstleisters verdient, mag er nicht verraten. Allerdings wird deutlich, dass er keinen festen Stundenlohn erhält. Den wünscht er sich aber. Ja, das wäre gut. Also zum Beispiel, wenn du 8 Stunden arbeitest, dann bist du fast bei, sagen wir, pro Tag 80, 90 Euro. Schaffen Sie das mit einer Umsatzbeteiligung? Nee, ich glaube nicht so. Also wenn so weitergeht wie jetzt, also diese Zeit, ich glaube nicht. Ja. Ich finde, dass es da besser ist, mit den Stundenlohn machen. Mit einer solchen Umsatzbeteiligung ist der gesetzliche Mindestlohn nicht garantiert. Dieser liegt zurzeit bei 9,50 Euro pro Stunde. Bedeutet also Preisdumping hier auch Lohndumping, weil Ubers Subunternehmer nach Umsatzbeteiligung und nicht nach Mindestlohn bezahlen? Um diese Frage zu beantworten, sind wir mit Maren Borkert verabredet. Die Sozialwissenschaftlerin untersucht verschiedene Digitalplattformen in Bezug auf ihre Fairness der Arbeitsbedingungen. Dazu gehören faire Arbeit, faire Arbeitsbedingungen, faire Verträge, faires Management und faire Mitsprache. Für diese 5 Bereiche konnten insgesamt 10 Punkte erzielt werden. Uber ist auf dem letzten Platz gelandet, mit 1 von 10 möglichen Punkten. Alle anderen Digitalplattformen haben deutlich mehr erzielen können. Uber ist mit der Wertung allerdings nicht einverstanden und sagt, sie seien nur Vermittler, denn die Fahrer würden schließlich für Subunternehmern tätig. Wir sehen bei Uber eine Untervergabepraxis. Wenn diese Digitalplattform für sich in Anspruch nimmt, wir sind sozusagen, wir haben einen Subunternehmer, den wir beauftragen, und dieser Subunternehmer beantragt wieder weitere Subunternehmer und Subunternehmer und Subunternehmer, dann ist es rechtlich gesehen von mir aus auf einer sicheren Seite, indem sie sagen, naja, unsere Verantwortung ist hier begrenzt. Die Frage ist das dann immer noch fair den Arbeitenden gegenüber? Was wären denn andere Vorschläge, um, sage ich mal, die was schlechter abgeschnitten haben, wie zum Beispiel Uber, nach vorne zu bringen, dass die Regeln eingehalten werden? Dann könnte man natürlich auch sagen, als Uber ist es uns ganz wichtig, faire Arbeitsbedingungen zu schaffen. Deshalb machen wir eine Richtlinie für unsere Subunternehmer und sagen, wir wollen auf jeden Fall, dass das und das sichergestellt wird. Ansonsten können wir nicht mit euch in Verhandlungen treten. Wäre aus Sicht der Plattform eine Möglichkeit der Interaktion mit Subunternehmern. Wenn man das nicht macht, muss man sich halt dann auch dieser Wertung stellen. Anfang März hat der Bundestag ein neues Gesetz beschlossen. Die darin festgelegten Regeln sollen einen faireren Wettbewerb zwischen Taxis und taxiähnlichen Anbietern sicherstellen. Wir sind mit dem parlamentarischen Staatssekretär Steffen Bilger aus dem Bundesverkehrsministerium verabredet und wollen wissen, welche Vision das Ministerium mit dem neuen Gesetz verbindet. Wir setzen darauf, dass wir durch diese Reform des Personenbeförderungsgesetzes diese neuen Mobilitätsangebote ermöglichen. Und wir wissen ja auch alle, die Menschen in unserem Land, die wollen diese neuen Angebote auch nutzen. Es gibt jetzt schon sehr viele, die mit diesen neuen Mobilitätsanbietern unterwegs sind. Es gibt aber auch sehr viele, die weiter mit dem Taxi fahren wollen. Und da geht es für uns einfach darum, Mobilität zu ermöglichen, sodass es für die Verbraucher natürlich auch kostengünstig ist. Warum sind da keine Regelungen eingezogen worden? Weil es ist ja bekannt aus der Plattformökonomie, dass die Bezahlung dort sehr schlecht ist. Und die Taxi-Innung sagt, Lohndumping führt eben auch zu Preisdumping. Und deshalb können die Fahrten so preiswert angeboten werden seitens Uber und Co. Dann kommt es natürlich auch darauf an, dass die zuständigen Behörden sicherstellen, dass alle Regeln eingehalten werden. Also dass günstige Preise nicht so erzielt werden, indem man Sozialstandards bei den Fahrern nicht einhält oder andere Regeln missachtet. Verpflichtende Sozialstandards hat das neue Gesetz allerdings nicht vorgesehen. Und auch verbindliche Kontrollen, ob der gesetzliche Mindestlohn bezahlt wird, finden sich darin nicht. Dazu kommt, dass Taxis zu einem festen Kilometertarif fahren, den Städte und Kommunen bestimmen. Taxis müssen 24 Stunden, 7 Tage die Woche verfügbar sein und jede Fahrt annehmen, um flächendeckende Mobilität in der Stadt und auf dem Land zu gewährleisten. So ist es schon lange gesetzlich festgeschrieben. Ein klarer Wettbewerbsnachteil gegenüber den neuen Mobilitätsanbietern wie Uber.
Denn bei denen bestimmen Angebot und Nachfrage den Preis. Zudem müssen die Fahrzeuge nicht immer verfügbar sein und schon gar nicht jede Fahrt annehmen. Das ändert sich auch nicht mit dem neuen Gesetz. Das kritisiert der Taxi-Bundesverband, der die Interessen von 250.000 Taxifahrern vertritt. Für Geschäftsführer Michael Oppermann eine herausfordernde Situation, gegen einen globalen Tech-Giganten anzutreten, der nach ganz anderen Regeln agiert als Taxis. Das ist letztlich eine Frage, die die Politik zu entscheiden hat, ja, wie dieser Konflikt ausgeht. Die Taxifahrerinnen und Taxifahrer haben ein Recht auf anständige Jobs, auf vernünftige Arbeitsbedingungen. Dafür kämpfen wir, auch mit Nachdruck, auch mit Rückhalt von der Straße. Das haben wir auch 2019 bei zahlreichen Protesten gesehen. Durch Ubers Markteintritt beklagt die Branche nach eigenen Aussagen fast ein Drittel Umsatzrückgang. Im Schnitt mache ein Taxi nur noch 25 Euro Umsatz pro Stunde, von dem alles bezahlt werden müsse. Um die 1.000 Taxiunternehmen haben deswegen allein 2019 dicht gemacht. Für 2020 rechnet der Verband auch durch Corona mit einer zusätzlichen Verschärfung dieser Situation. Durch die neue Konkurrenz sei die Versorgung mit flächendeckender Mobilität in Gefahr. Man sagt auch immer, Konkurrenz belebt das Geschäft. Warum ist das jetzt nicht der Fall? Müsste sich nicht die Taxibranche ein bisschen frischer, digitaler, innovativer aufstellen, so wie es Uber tut? Das finde ich einen sehr guten Punkt. Wir wollen Qualitätswettbewerb statt Preisdumping. Uber setzt klar auf Dumpingpreise, wenn solange vorne links im Fahrzeug einer sitzt, gilt die einfache Formel, Dumpingpreise gibt es nur zu Dumpinglöhnen. Und da machen wir nicht mit. Wenn Uber diesen Weg gehen will, ist das Ubers Weg, unserer ist es nicht. Und unsere Überzeugung ist, es sollte auch nicht der Weg des deutschen Sozialen und Rechtsstaats sein. Das wollen wir auch von Uber wissen, wie sie dieses etwaige Lohndumping ihrer Dienstleister sehen. In Berlin treffen wir den General Manager Deutschland des Unternehmens, Christoph Weigler, und fragen ihn nach seiner Einschätzung zur Umsatzbeteiligung der Fahrer. Dann müsste also der Fahrer jede Stunde, sage ich mal, so 2,5 bis 3,5 Fahrten haben, um, sage ich mal, den Mindestlohn dann auch zu bekommen. Und das kann man ja sicherlich nicht immer gewährleisten. Es ist auf jeden Fall möglich, ordentlich zu verdienen, sowohl für die Unternehmer als auch für die Fahrer. Und ja, das ist das Feedback, was ich bekomme. Es ist aber natürlich auch so, dass viele Fahrer mit verschiedensten Anbietern zusammenarbeiten. Also der typische Unternehmer ist, ich habe einen Blumenstrauß an Stammkunden, ich lasse mir von verschiedenen App-Vermittlern was vermitteln und daraus erzeugt man eben eine Mischkalkulation. Und die ich kenne, verdienen eben ordentlich und kommen damit gut über die Runden. Uber alleine reicht also, um gut über die Runden zu kommen? Das wollen wir genauer wissen. Wir fragen Mehmet Yilmaz. Er hat als Uber-Fahrer gearbeitet. 2 Fahrten pro Stunde in der Regel, wie er selber sagt. Deshalb sei er wieder als Taxifahrer aktiv, weil er da Mindestlohn bekommt. Bei dem Subunternehmer Ubers sei er nur nach Umsatz bezahlt worden. Ich war ein sehr guter Fahrer, 4,95, das ist von 5 pro Fahrt. Ein Fahrer kriegt Prozent. Das heißt, insgesamt, wenn ich täglich 100 Euro Umsatz mache, 30 Euro höchstens, also zwischen 20 und 30 Euro verdiene ich. Warum sind Sie überhaupt den Schritt gegangen, Uber-Fahrer zu werden? Weil Sie haben mir erzählt, Sie wären vorher Taxifahrer gewesen. Ich wollte das probieren, Uber, was bedeutet, ich wollte selber sehen. Und ich habe das gesehen, dass es, die saugen uns ab. Und natürlich, das ist harte Arbeit, 10, 12 Stunden unterwegs und ganz wenig verdienen, das ist unfair, das ist richtig nicht in Ordnung. Einige Länder reagieren bereits. So hat zum Beispiel in Großbritannien vor kurzem das oberste Gericht entschieden, dass Uber-Fahrerinnen und Fahrer fest angestellt sein müssen. Dieses Urteil betrifft 65.000 Fahrer und wirkt sich dort massiv auf das Geschäftsmodell Uber aus. Anderes Beispiel. In Österreich gelten seit diesem Jahr für alle Anbieter dieselben Spielregeln. Dafür sorgt ein entsprechendes Gesetz. Taxis und alle anderen Mobilitätsanbieter sind damit gleichgestellt. Damit soll ein fairer Wettbewerb zwischen den Anbietern garantiert werden. Wir fragen beim Bundesverkehrsministerium nach, ob eine klare Angleichung der Regeln für Taxis und deren Konkurrenz nicht der bessere Weg gewesen wäre. Zum Beispiel nach dem Vorbild Österreichs. Unser Ziel war jetzt auch nicht, ein Gesetz so zu machen, dass wir
Mobilitätsangebote verhindern, sondern Auftrag aus dem Koalitionsvertrag lautet ja, neue Mobilitätsangebote ermöglichen, aber gleichzeitig eben auch das, was sich bewährt hat. Und wir brauchen die Taxis auch weiter in den Städten, vor allem auch in den ländlichen Räumen, aber auch zu erhalten. Und deswegen gibt es ja auch bestimmte Regelungen, die die Taxis privilegieren. Also zum Beispiel, dass ich an der Straße ein Taxi anhalten kann, einsteigen kann. Das ist ein Privileg, das weiterhin die Taxis haben. Den Taxifahrern geht das aber nicht weit genug. Sie fühlen sich von der Politik alleine gelassen. Einen von ihnen treffen wir. Ingo Krohn ist enttäuscht, dass aller Protest gegen das neue Gesetz nichts genutzt habe. Wir sind ja an die Tarifpflicht gebunden. Und Uber kann die Tarife oder den Preis frei bestimmen. Und deswegen ist das keine Belebung des Geschäfts. Ne? Was haben Sie für Erlebnisse gehabt mit der neuen Konkurrenz Uber hier auf den Straßen Düsseldorfs? Ja, man kommt sich immer mal wieder in die Quere. Aber was soll man machen? Das sind ja auch nur Fahrer. Ne? Können im Endeffekt ja auch nichts dafür. Die wollen ja auch ihr Geld verdienen. Gleichzeitig aber fürchtet er um seine berufliche Existenz. Denn Taxifahrer können Fahrpreise nicht selber festlegen. Das macht weiterhin die Stadt Düsseldorf für alle 1250 Taxis. Deshalb sei Uber meist preiswerter als er, weil sie nicht diesen Tarifen unterliegen. Ein Kampf, den er nicht gewinnen kann und der zu Konflikten zwischen Taxi- und Uber-Fahrern führt. Ja, Sie haben da auch schon mal mitunter Kandidaten, die steigen dann aus, ne? Und versuchen da Stress zu machen. Vor Ingo Krohn taucht ein Uber auf. Er hat das Gefühl, dass es neue Fahrgäste aufsammeln will und deshalb ziellos seine Runden dreht. Diese Art von Kundenfang ist ein großer Aufreger, weil Uber und Co. das gar nicht dürfen. So, Warnblinker, wir bleiben am Schatten stehen. Da, jetzt kommt er raus. Jetzt macht er Fotos von uns. Da, sehen Sie? So, mein Video läuft auch mit. Was kann ich für Sie tun? Was machst du denn bei mir? Was? Also Video macht das nur bei mir. Ich mache hier eine Zeige bei dir. Ja? Ich schaffe das. So, er fühlt sich ertappt hier. Ich habe auch alles auf Video. Er möchte mich anzeigen. Aber weswegen will er Sie denn anzeigen? Ja, weil ich ihn verfolge oder keine Ahnung. Ist der öffentliche Verkehrsraum hier. Dieser Konflikt auf der Straße schwelt schon seit Uber in Deutschland gestartet ist. Der Vorwurf der Taxiunternehmer, die Uber-Fahrerinnen und Fahrer können direkt über die App Fahraufträge annehmen. Doch in dem Fall greift noch eine gesetzliche Regelung aus den 80er Jahren, die ihnen das verbietet. Der Auftrag muss immer über den Betriebssitz an die Fahrer vermittelt werden. Dorthin müssen sie nach jedem Auftrag zurückkehren, denn es gilt für Uber und Co. eine sogenannte Rückkehrpflicht. Doch die wenigsten Fahrer sollen sich daran halten. Deshalb haben die Taxifahrer geklagt. Mit Erfolg. Unter anderem das Landgericht Düsseldorf hat in einem Verfahren Uber und seine App verboten. In der Begründung des Gerichts vom April 2020 heißt es: Außerdem besteht für den Fahrer in der App die Möglichkeit, den Auftrag über die App anzunehmen. Somit nimmt die Beklagte Verstöße ihrer Partner und deren Fahrer bewusst in Kauf. Verstöße gegen dieses Fahrverbot in Düsseldorf könnten Uber jetzt bis zu 250.000 Euro Strafe kosten. Das Unternehmen hat Berufung gegen das Urteil eingelegt. Es ist somit noch nicht rechtskräftig. Die Beibehaltung der Rückkehrpflicht und die diversen Gerichtsurteile, die sich in Berufung befinden, erschweren das Uber-Geschäftsmodell in Deutschland zunehmend, erklärt Deutschland-Chef Christoph Weidler. Wir nehmen das unheimlich ernst und das Thema Rückkehrpflicht gehört zum Rechtsrahmen. Insofern müssen wir das auch respektieren. Wir haben sogar unsere App massiv umgebaut. Es ist mittlerweile so technisch, wir stellen sicher, dass nur Fahrten an Fahrzeuge vermittelt werden, die sich auf der Rückkehr zum Betriebssitz befinden. Die günstigen Preise, die Uber und Co. im Gegensatz zu den Taxis anbieten können, sorgen auf jeden Fall weiterhin für erhebliche Konflikte auf Deutschlands Straßen. Und schwächen für die Verbraucherinnen und Verbraucher die Mobilität, weil dadurch immer mehr Taxis aufgeben müssen. Jetzt ist die Frage, wollen Sie immer nur den billigsten Preis? Oder wollen Sie auch sicher transportiert werden? Wollen Sie eine Fahrgesellschaft in Anspruch nehmen, von der Sie wissen, dass Sie sozusagen, dass das Geld auch bei dem Fahrer ankommt und nicht in der Kaskade von Subunternehmern verschwindet
und derjenige, der sie da herumfährt, vielleicht ganz wenig davon sieht. Denn letztendlich, und das ist auch etwas, was man mit den digitalen Medien sieht, sind das die Endverbraucher, das sind wir, die Kunden, die Entscheidungsmacht haben. Wenn Ende des Monats das neue Gesetz auch im Bundesrat eine Mehrheit findet, bedeutet das, es gibt ganz offiziell unterschiedliche Bedingungen für dieselbe Dienstleistung. Das ist nicht die Lösung für einen fairen Wettbewerb zwischen Taxi und Uber und Co.